Heute bin ich bei dem Wasserforscher Karl-Heinz Asenbaum. Schon zum zweiten Mal muss ich sagen, denn vor knapp 3 Jahren, im Jahr 2016, haben wir schon mal ein Interview zu seinem neuen Buch geführt, und zwar zu diesem hier: Elektroaktiviertes Wasser, eine Erfindung mit außergewöhnlichem Potenzial. Ein sicherlich außergewöhnlich gewichtiges Buch, rein gewichtsmäßig eine Herausforderung, wenn man es denn als gute Nachtlektüre in der Hand halten müsste. Nun gibt es eine Neuauflage, die sich ein bisschen leichter anfühlt, vollständig überarbeitet. Herr Asenbaum, warum sollen wir nun erneut darüber sprechen? Hat sich denn so viel verändert? Es ist inzwischen schon die 10. Auflage. Und dass sie jetzt unter 1 Kilo wiegt, liegt ganz einfach daran, dass wir den Innenteil auf leichterem Papier gedruckt haben, sodass es sogar dünner aussieht jetzt, obwohl der Inhalt von damals 292 auf 468 Seiten gewachsen ist. Ja, dann müssen wir ja nur über 176 Seiten reden. Wie ich sehe, haben Sie auch den Untertitel geändert. Der lautet jetzt nicht mehr "Eine Erfindung mit außergewöhnlichem Potenzial", sondern "Vom heilenden Wasser aus der Steckdose zur Wasserstofftherapie". Also die Sache mit dem außergewöhnlichen Potenzial ist ja eine Art doppeldeutiges Wortspiel, das sich vordergründig auf das wirtschaftliche Potenzial einer Erfindung der 1920er und 30er Jahre bezieht, die inzwischen tatsächlich die Schwelle eines Milliardenmarkts überschritten hat. Heilwasser aus der Steckdose soll ein Milliardenmarkt sein? Das meinen Sie jetzt aber nicht ernst. Ja doch, sicher. Überall, wo Chinesen groß in einen Markt einsteigen, wird aus Zukunftsvisionen schnell ein Milliardenmarkt. So schnell können wir Europäer gar nicht schauen. Auch die Japaner und Koreaner, die früher bei der elektrolytischen Wasseraufbereitung und der Entwicklung von haushaltstauglichen Geräten vor allem führend waren, kommt da nicht mehr hinterher. In China wird schon seit 2013 die staatliche Wasserstoffwassermarke Hydrovita auf den Markt geworfen. Und im April 2017, also schon vor 2 Jahren, schätzten Forscher der Medizinischen Universität Taishan in einem Review-Artikel den globalen Markt bereits auf 22 Milliarden Dollar ein. Und allein in China sehen sie eine Zielgruppe von 300 Millionen Patienten mit chronischen Krankheiten, für die elektroaktiviertes Wasser und andere Anwendungen mit dem 2007 entdeckten Heilgaswasserstoff in Frage kommen. Und das weltweite Potenzial der Wasserstoffmedizin ist natürlich um ein Vielfaches größer. Und parallel dazu erobert das Wasserstoffwasser nun auch schon mehrere Jahre lang den nochmal größeren Wellness- und Fitnessmarkt. Die Sporttrainer, Sportler, Bodybuilder auf dieser Welt sind längst hellhörig für diese Leistungssteigerungsmöglichkeiten mit aktiviertem Wasserstoffwasser geworden. Und die Trainerinnen, Sportlerinnen, Bodybuilderinnen. Ja, so wäre es natürlich korrekter. Natürlich meine ich damit immer Menschen jeglichen Geschlechts, es sei denn, ich berichte Ihnen von geschlechtsspezifischen Studien, wie ich es in meinem neuen Buch auch tue, wo ich sowohl eine Studie über männliche Profifußballer als auch eine Studie über eine Damenfußballmannschaft angeführt habe. Beide konnten ihre Leistungen durch das Trinken von Wasserstoffwasser verbessern. Mir ist beim Durchblättern der neuen Ausgabe aufgefallen, dass Sie jetzt nach dem eher populärwissenschaftlichen ersten Teil des neuen Buchs direkt in die medizinische Forschungsdiskussion einsteigen. Aber ist das nicht schwierig für die Leserinnen und Leser, sich mit dieser ganzen Fachterminologie auseinandersetzen zu müssen? Also vielleicht auch eine Überforderung des Otto-Normallesers? Naja, wenn man das Buch von hinten nach vorne liest, wird es vielleicht ohne naturwissenschaftlich-medizinischen Hintergrund etwas schwierig mit dem Verständnis. Aber ich habe schon versucht, das Thema wirklich sehr bodenständig, Schritt für Schritt aufzubauen. Also ich erzähle ja erst mal vom Wasser und vom Trinken und
von unserer Ernährung und von der Schlüsselrolle des Wasserstoffs dabei, dann von Säuren und Basen natürlich und von den verschiedenen Techniken der Wasserfiltrierung und Aufbereitung, dann erkläre ich die Methoden der elektrischen Aktivierung aus ihrer Entwicklungsgeschichte seit 1931 heraus. Wenn man das dann von vorn nach hinten liest, dann baut man sich ja beim Lesen nach und nach ein Grundwissen auf. Es gibt ja im Übrigen mehrere gekürzte Fassungen dieses Buchs, also so zwischen 90 und 150 Seiten. Die drucken verschiedene Lizenznehmer und verteilen die auch an ihre Zielgruppen. Damit ist dann wohl niemand mehr überfordert. Ich glaube nicht, dass diese Wende in unserem Trinkverständnis von Wasser jetzt durch Ärzte oder Heilpraktiker an Fahrt gewinnen wird, sondern wie überall auf der Welt sind es gesundheitsbewusste Normalbürgerinnen und Bürger, und die sind daher meine wichtigste Zielgruppe. Aber ich möchte schon auch die Fachleute ansprechen. Die sollen wenigstens ein Buch haben, wenn sie von ihren Patienten mit dem Thema bedrängt werden. So läuft es ja meistens, nicht umgekehrt. Der Patient fragt den Arzt, ob er das Wasser trinken soll, und der Arzt hat zunächst mal keine Ahnung davon, weil er vom Asenbaum, der seit über 10 Jahren darüber schreibt, noch nie was gehört hat. Ja, ich habe ja schon immer dafür plädiert, die E-Book-Auflage zu nutzen, die immer den gesamten Inhalt enthält und auch kostenlos ist. Aber es gibt doch eine nicht unerhebliche Nachfrage von Leuten nach einem gedruckten Buch, die nicht gern am Bildschirm lesen wollen. Die wollen was in der Hand und fürs Regal mit einem festen Umschlag. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, und ja, wenn man Asenbaum heißt, dann will man bestimmt nicht, dass so viele Bäume gefällt werden für ein Buch. Und deswegen habe ich das Buch jetzt auch kürzer gemacht. Es sind nicht mehr über 500 Seiten, wie es schon mal war, in der vorletzten Auflage. Ich habe versucht, es so modern und interaktiv wie möglich zu gestalten, damit man sich die vertiefenden Informationen dann sofort herbeiholen kann. Genau. Interaktiv. Damit meinen Sie die über 90 eingedruckten QR-Codes, mit denen man sich mit dem Smartphone oder Tablet zu wissenschaftlichen Studien, Videos, technischen Handbüchern für Wasseraufbereitungsgeräte verlinken kann? Ja, ganz genau. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Buchseite 431 aufschlagen, wo ich über die vorher erwähnte Studie über Muskelermüdung, geht es da bei Profi-Fußballern berichte. Da bringe ich Kernzitate aus der Studie in deutscher Übersetzung, und dann werden Sie vielleicht neugierig, entwickeln ein tieferes Interesse, und dann können Sie den QR-Code scannen und kommen direkt zu der Studie. Die ist natürlich, wie in der naturwissenschaftlichen Welt üblich, in Englisch verfasst. Ich zeige Ihnen das am besten mal in einem Einspieler, wie das geht. Und so habe ich eben 40 der wichtigsten Studien von 2009 bis April 2019 zusammengefasst und verlinkt und finde das einen sehr komfortablen und modernen Weg der Sachbuchgestaltung. So, aber erst die Studien ab 2009. Gab es vorher keine wichtigen Erkenntnisse zu dem Thema? Wenn man nur die neuesten Studien, also aus den letzten 10 Jahren, liest, wird man automatisch über die vorherigen Studien informiert. Die werden immer in der Einleitung nämlich dargestellt. Das ist eine internationale wissenschaftliche Gepflogenheit. Außerdem habe ich Links auch zu den Webseiten der großen Institutionen und Firmen, die sich mit dem aktivierten Wasser beschäftigen. Okay, das Buch ist also sozusagen eine vollständige multimediale Bibliothek zum Thema elektroaktiviertes Wasser bzw. Wasserstoff, was er jetzt, ja, was denn nun eigentlich? Also, wie ich Ihrem Buch entnehme, geht es ja hauptsächlich um Wasserstoffwasser, das man ja auch ohne elektrischen Strom, zum Beispiel durch metallisches Magnesium in Form von Sprudeltabletten herstellen kann. Stimmt denn dann der Haupttitel elektroaktiviertes Wasser noch? Die Wasserstoffmedizin ist ja auch nicht mehr auf das Trinken von aktiviertem Wasser beschränkt. Also in der klinischen Medizin in Japan und in China finden ja zurzeit große Studien statt über die Wirkung von Wasserstoffinhalation. Ja, in der Tat, das ist auch wichtig. Der Wasserstoff hat ganz klar die zentrale, die Schlüsselrolle.
deswegen auch der neue Untertitel, vom heilenden Wasser aus der Steckdose zur Wasserstofftherapie. Ich wollte in dem Buch einfach das gesamte Thema von den 1930er Jahren bis heute darstellen. Da steht einfach das elektroaktivierte Wasser klar im Vordergrund. Man kann es auch chemisch herstellen, wie Ihr Beispiel der Magnesiumanwendung zeigt. Aber da muss ich nochmal auf den alten Untertitel von der Erfindung mit außergewöhnlichem Potenzial zurückkommen. Der ist ja doppelsinnig. Vordergründig deutet er auf das enorme wirtschaftliche Potenzial dieser Erfindung hin. Aber wenn man das ganze Buch gelesen hat, dann versteht man auch den Hintersinn. Das Wasser besitzt ein außergewöhnliches negatives Redoxpotenzial, das man vor der Entdeckung der Wasserstoffwirkung sogar für das entscheidende Merkmal dieser Art von Wasser gehalten hat. Übrigens auch das mit Magnesium hergestellte Wasserstoffwasser besitzt dieses überraschend niedrige elektrische Spannungspotenzial, weil es ja zur Hauptsache durch den gelösten Wasserstoff generiert wird. Insofern ist auch das Wasser aus den Sprudeltabletten ein elektrisch aktiviertes Wasser. Und selbst der für die Wasserstoffinhalationstherapien verwendete Wasserstoff wird ja durch Elektrolyse von Wasser gewonnen und verleiht der eingeatmeten Luft tatsächlich ein stark negatives elektrisches Potenzial, sodass eigentlich auch die Inhalation dazugehört. Ja, okay. Wenn man das so sieht, dann kann ich das jetzt nachvollziehen. Aber sind Sie da nicht eher im Randbereich der Diskussion, indem Sie immer noch die elektrolytischen Wasserionisierer in den Vordergrund stellen, die ja nicht nur Wasserstoff ins Wasser bringen, sondern auch den pH-Wert erhöhen, was manche allerdings für falsch halten? Also, ich gehe auf diese Diskussion ausführlich im Buch ein. Genauso wie auf die durch das Buch von Gerald Pollack aufgekommene Diskussion über basisches Gletscherwasser mit EZ-Zonen oder die modische Diskussion um sogenanntes deuteriumarmes Wasser. Das wäre aber jetzt für ein Interview zu komplex. Das wird aber im Buch ausführlich dargestellt. Und auch die Frage, ob es Wasserionisierer überhaupt noch braucht. Um es klar zu sagen, niemand muss sich heute sein Wasserstoffwasser mit einem basischen Wasserionisierer herstellen, wenn er kein basisches Wasser trinken will. Aber ich habe seit unserem letzten Gespräch vor 3 Jahren hunderte der neuen alternativen Geräte auf dem Markt geprüft und ich habe Dutzende von Anwenderhandbüchern dafür geschrieben. Und dabei ist mir eines ganz, ganz klar geworden. Es gibt tatsächlich keine schnellere und effizientere Methode zur Herstellung von Wasserstoffwasser als einen Wasserionisierer. Die sind einfach ausgereift. Diese sogenannten HIMs, also Hydrogen Infusion Machines, bringen im Durchfluss kaum mehr als 1,2 Milligramm pro Liter Wasserstoff ins Wasser. Das schaffen moderne Wasserionisierer auch. Aber die kosten meist weniger als die HIMs. Und die mobilen Wasserstoffbooster, die brauchen für 1,2 Milligramm Wasserstoff rund 30 Minuten. Dafür kosten sie aber nicht viel. Und die neueste Infuser-Generation, die macht tatsächlich 1,6 Milligramm in nur 4,5 Minuten. Aber die ist teuer in Anschaffung und das kann sich nicht jeder leisten, deutlich über 2000 Euro. Und die Wasserstoff-Sprudeltabletten, ja, die bringen zwar über 3 Milligramm Wasserstoff ins Wasser in 2 Minuten, aber die sind halt vom Geschmack her nicht jedermanns Sache. Also ich bleibe dabei, dass der Wasserionisierer auch im Zeitalter der Wasserstoffmedizin der effizienteste Weg zur Herstellung ist. Es gibt aber nun zum Glück allerlei Alternativen für die, die einfach kein basisches Wasser haben wollen, warum auch immer. Sie behalten also die Argumentationslinie der ersten Auflage bei. Dazu können sich ja unsere Zuschauer gern unser erstes Interview mal ansehen. Das wird hier über den QR-Code eingeblendet. Denn in diesem ersten Interview sind wir ja bereits auf sehr viele Details schon eingegangen. Was hat sich ja aber denn noch geändert? Jetzt außerdem bekommenen Teil mit den Studien. Zwei wichtige Interviews zur Wasserstoffmedizin aus dem Englischen übersetzt. In dem einen interviewt Tyler LeBaron, das ist der führende Kopf der internationalen Wasserstoffforschung,
den Grundlagenforscher Professor Shigeo Ota aus Japan. Dessen Arbeit hat im Jahr 2007 sozusagen den Urknall der Wasserstoffmedizin ausgelöst. In dem anderen Interview beantwortet dann Tyler LeBaron bei seinem Besuch bei mir hier in München meine tiefergehenden Fragen. Mit Tyler und seinem Molecular Hydrogen Institute bin ich in ständiger Verbindung und ohne seine Hilfe hätte ich dieses Buch nie schreiben können. Weil ich kann sagen, es ist heute wirklich der komplette State of Art April 2019. Und ich habe ja durch die ersten Auflagen des Buchs, die in 6 weiteren Sprachen da sind, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch und Koreanisch, da habe ich viele internationale Kontakte gewonnen und sogar Freundschaften geschlossen. Nicht nur mit Wissenschaftlern, sondern auch mit Leuten, die entwickeln, mit Technikern aus der Industrie. In Deutschland wissen wahrscheinlich weniger Leute von meiner Arbeit als auf dem Rest der Welt. Ja, die Propheten und das eigene Land. Ne? Dürfen wir also schon bald wieder mit einer neuen Auflage rechnen? Nein. Also ich denke, das Buch kann jetzt in der 10. Auflage seinen Platz als weltweit einziges umfassendes Werk zu diesem Thema beibehalten und verteidigen. Geforscht ist eh schon genug in Japan, Korea und China. Da geben bereits staatliche Institutionen und eine wachsende Industrie richtig Gas. Auch in Europa, neben den deutschsprachigen Ländern, vor allem Spanien, Finnland, Polen, Italien und Frankreich, verzeichnen viele Vertriebsfirmen eine stark nachwachsende Nachfrage. In Nordamerika ist schon ein sehr großer Markt entstanden und dort wird auch ernsthaft an einigen Universitäten geforscht. Bei uns gibt es bislang nur Sprüche, ja, wir werden forschen, immerhin. Es gibt 2 Vertriebsfirmen in Deutschland, die bestimmen in Fernost bei manchen Herstellerfirmen sehr klar, wo es technologisch hingehen soll. Also es gibt auch eine Nachfrage in unserem Land schon, wenn auch eine kleine. Und die Verbreitung in Europa, die schon die bisherigen Auflagen meines Buchs zeigen, dass es da Fortschritte gibt. Und ich arbeite einfach seit 15 Jahren beharrlich dran, dass wir den weltweiten Siegeszug dieser ursprünglich ja aus Deutschland stammenden Erfindung nicht verschlafen. Es geht einfach um eine Revolution des Trinkverhaltens. Denn das ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Krankheitsursachen, wenn wir das Falsche trinken. Das Essen ist gar nicht so wichtig. Dann tragen wir durch dieses Interview ja vielleicht auch zur Verbreitung des gesünderen Trinkens bei, Herr Asenbaum. Vielen Dank für das erneute Gespräch. Ich danke Ihnen.